Raus aus der Werkstatt, rein in die Tüftelecke von H&R. Und ich habe mir Walter geschnappt, den Entwicklungsleiter der Fahrwerksabteilung. Ein paar Dämpfer, ein paar Federn. Und Bernd hat vorhin beim Einbau mit Begriffen um sich geworfen, mit denen ich jetzt so gar nichts anfangen kann. Was bedeutet denn zum Beispiel Upside Down? Ganz einfach. Die normale Einbaulage wäre so herum. Unten das Rohr, oben die Kolbenstange. Den Einrohrdämpfer kann ich auch über Kopf oder in Neudeutsch Upside Down einbauen und der funktioniert auch in dieser Lage, wie man hier sieht. Okay, dann hatten wir noch Rebound. Was ist das? Rebound ist die Einkürzung der ausgefahrenen Länge. Hier zwei Dämpfer im Vergleich. Dieser Dämpfer weist eine Länge bis hier auf. Dieser Gewindefahrwerksdämpfer, der für eine deutliche Absenkung vorgesehen ist, eine deutlich reduzierte Länge, das verstehen wir unter Rebound. Ich glaube, jetzt habe ich es begriffen. Wichtig fürs Fahrwerk sind die Federn. Lena checkt die Produktion und ist erstaunt, wie unterschiedlich die Teile ausfallen und wo alles Federn verbaut sind. Nicht nur im Auto. Was mich jetzt aber noch interessiert, sind die Federn hier. Die sind irgendwie zweifarbig und zweiteilig. Was hat das denn für einen Zweck hier? Wir haben hier einmal einen Helper, der sich mit Handkraft schon zusammendrücken lässt. Der Helper stellt sicher, dass die Hauptfeder spielfrei ist über den gesamten Arbeitsbereich dieser Feder und dass ich auch einen großen Teil dieses Verstellbereiches hier nutzen kann. Puh, viel Theorie. Ich hätte gerne ein bisschen Praxis. Ich sehe, wir haben hier schon irgendwelche Ausdrucke mit Zugstufen, Druckstufen. Ich würde sagen, wir gehen mal da drüben zum Tester, spannen mal einen der Dämpfer ein und sehen uns das Ganze dann in der Praxis an, oder? Gut. Ab geht's zum Dämpfertest. Die Mechanik versetzt den Dämpfer in Schwingungen. Und jeder Dämpfer reagiert anders, je nach Schwingungsgeschwindigkeit. Das simuliert den normalen Gebrauch auf der Straße. Ja, jetzt haben wir die unterschiedlichen Dämpfer getestet, ausgewertet. Und was kann ich denn dem Ganzen hier jetzt entnehmen? Wir haben hier einmal auf dieser Achse die Kraft, die Dämpferkraft angebracht und angeordnet. Und hier die Kolbengeschwindigkeit, oben die Zugstufe, unten die Druckstufe. Wir sehen, dass mit zunehmender Sportlichkeit hier diese Kurven auseinandergehen. Das heißt, wir haben mehr Dämpfung beim Cupkit gegenüber der Serie und beim Gewinde gegenüber dem Cupkit. Also umso extremer die Kurve nach oben und nach unten, Zug- und Druckstufe, desto härter ist auch der Dämpfer. Ich würde sagen, Theorie adieu, Praxis ich komme, ich gehe zurück in meine Werkstatt. Zurück in der Garage bauen Lina und Bernd das Federbein zusammen. Beim Zerlegen steht die Feder noch unter Spannung. Daher verwendet Bernd einen speziellen Federdrücker. Ansonsten würde ihm beim Lösen der Schraube alles um die Ohren fliegen. Lediglich das Domlager wird vom Serienfederbein übernommen. Der Rest ist komplett neu. So Bernd, das Federbein ist fertig präpariert. Ist das dann jetzt ein 0815 Stück aus dem Regal oder habt ihr da ein bisschen was dran rumgeschraubt? Nein, das ist ein speziell gefertigtes Teil für dieses Fahrzeug. Aufgrund der Anbauteile und der Halter für die Bremsschläuche und die ABS-Kabel und so weiter. Und wie lange dauert so eine Entwicklung? Also bis Lieferfähigkeit circa 3 Monate.